ganz herzlichen Dank, Herr Weik, für die Einladung, die freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, Herr Dr. Tonka. Sehr geehrter Herr Dr. Kohl als Kandidat aus dem Nachbarwahlkreis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich ja manchmal, dass ich mir die Zeit und die Kosten gespart habe für die Promotion, weil man ja dann als Minister auch öfter mal als Doktor angeschrieben wird, ohne dass man nachweisen muss, dass man alles selbst gemacht hat. Ich freue mich, dass zwei so junge Wissenschaftler in der Politik für die Politik gewonnen werden konnten, denn sie sind eine Bereicherung. Ich kenne Dr. Christopher Kohl auch schon seit einigen Jahren, auch aus der Zeit im Thomas-Dehler-Haus, wo ich ja mal temporär meinen Arbeitsplatz hatte und das war wohl auch ganz erfolgreich. Und die jungen Leute haben eine Menge Ideen und sie haben auch eine Menge Power und genau das brauchen wir als FDP, das brauchen wir aber auch insgesamt für Deutschland und für Baden-Württemberg. Und ich bin natürlich sehr gerne hierher gekommen, um Florian Tonka auch zu unterstützen in seinem Wahlkreis, weil ich einmal das sagen möchte, was Sie alle von ihm nicht zu hören kriegen können. Er ist eine enorme Stütze in der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist nicht nur im Haushaltsausschuss, was für Minister generell nicht ganz unbedeutend ist, sondern er ist auch in all den anderen relevanten Sonderausschüssen, die sich mit der Stabilität und der Rettung unserer gemeinsamen europäischen Währung, mit der Frage der Finanzierung von Banken und Ähnlichem beschäftigen. Insofern gibt es noch. Ne? Ja, leider gibt es den auch noch. Und ist dort als ausgewiesener Experte von allen anderen Fraktionen auch immer sehr gerne gehört und kann eine Menge in diesen wichtigen, für unser Land wirklich wichtigen Punkten erreichen. Das muss man hier auch einfach mal sagen, weil wenn man so viele Neben- und Zusatzaufgaben wahrnimmt im Rahmen seines parlamentarischen Mandates, dann kann man auch nicht bei jedem Kleintierzüchter vor allem beim Sommerfest sein und sich mit den anderen Abgeordneten der größeren, etwas noch größeren Parteien hinter einem 5-Liter-Bier fast festkrallen, um mit auf das Foto der Lokalzeitung zu kommen, sondern dann muss man einfach im Ausübung des Mandates abwägen, was jetzt tatsächlich für Deutschland die wichtigere Funktion ist. Und das sage ich als jemand, der natürlich auch viel unterwegs ist und ähnliche Rahmenbedingungen hat. Das muss man verstehen. Dafür sind Abgeordnete entsandt, um für ihre Region, aber auch für das große Ganze, für ihr Land etwas zu erreichen. Und ich glaube, wir haben eine Menge erreicht. Es waren 4 gute Jahre für Deutschland. Ich gebe zu, dass es zum Anfang etwas holprig losgegangen ist. Das hatte auch durchaus hausgemachte Gründe. Wir haben ein wenig zu schnell die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen, haben uns ein wenig zu sehr aufs Regieren gefreut, das Gemeinsame und deswegen mehr Prüfaufträge als ausverhandelte Ergebnisse gehabt. Und wir hatten, weil unser Ergebnis doch noch etwas besser geworden ist beim letzten Mal, als wir das so uns vorgestellt hatten, nicht schnell genug einen Nachfolger für die vakante Position des Generalsekretärs und waren deswegen in einer wichtigen Zeit der Regierungsübernahme sprachlos. Im wahrsten Sinne des Wortes leider. Und trotzdem muss ich sagen, 4 gute Jahre für Deutschland. Wir haben diese Sprachlosigkeit dann überwunden, uns zusammengerauft mit dem Koalitionspartner und gerade in Rahmenbedingungen, die von vornherein unplanbar gewesen sind, dadurch, dass viele externe Schocks auf uns eingewirkt haben, von der Bankenkrise über die Katastrophe in Fukushima bis hin zur Frage der Stabilität unserer gemeinsamen Währung und ab und zu auch noch zwischenzeitlich die Entscheidungen über Krieg und Frieden in verschiedenen Regionen dieser Welt, gab es viele unplanbare Einwirkungen auf das Regierungshandeln. Zwei Bundespräsidenten. Ja, da war die FDP dann auch weniger beteiligt am Anfang. Zum Schluss waren wir sehr erfolgreich beteiligt, muss ich sagen, dass wir doch dazu beitragen konnten, dass der Bundespräsident jetzt ins Amt kam. Aber es gab viele externe Rahmenbedingungen, wo ich mir denke, die Bundesregierung hat dieses Staatsschiff sicher durch die Klippen geführt. Und ich mir manchmal die Frage stelle, was wäre eigentlich gewesen, wenn die anderen an der Regierung gewesen wären. Mit Sicherheit, und da kann Florian Tonka ein Lied drüber singen, mit Sicherheit hätten wir Eurobonds, weil auch in der Union natürlich der eine oder andere bereit wäre, die Schulden der anderen zu übernehmen. Mit Sicherheit hätten wir eine deutliche Vergemeinschaftung der Schulden innerhalb Europas. Und das wäre auch garantiert der falsche Weg gewesen für uns, denn im Endeffekt hätten Sie alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür gerade stehen müssen. Wir haben trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen einiges bewegt. Sie erinnern sich vielleicht ganz zum Anfang der Legislaturperiode, eigentlich ein Unikum in der deutschen Politik, ist ein Gesetz verabschiedet worden, das einen Titel trug, der sogar zum Inhalt passte. Ich erinnere mich noch an die sogenannten Hartz-Gesetze, da wurde ein Gesetz zur Förderung der Selbstständigkeit beschlossen.
Das war dann das Gesetz, das diese vermeintlichen Scheinselbstständigen, also kleine Selbstständige mit einem Auftraggeber oder auch größere Selbstständige mit einem Auftraggeber, sehr in der Betätigungsmöglichkeit eingeschränkt hat. Also beides hatte nichts miteinander zu tun. Aber Anfang dieser Legislaturperiode das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, es hat tatsächlich getan, was oben drüber stand, das Wachstum beschleunigt. Und dieses beschleunigte Wachstum mit guten gesetzlichen Rahmenbedingungen, Entlastung der Betriebe und der Bürger in diesem Land mit 22 Milliarden Euro, Verstärkung der Kaufkraft von Familien durch die Anhebung von Kinderfreibeträgen und Kindergeld, Abschaffung der Praxisgebühr, all solche Dinge zusammen mit den guten und vernünftigen Entscheidungen von Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, hat dazu beigetragen, dass wir in einer Situation sind, wo tatsächlich die Steuereinnahmen wirklich gesprudelt sind und wo wir am besten dastehen in der Europäischen Union, was die Wirtschaftszahlen anbetrifft. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit, fast die geringste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung. Den höchsten Beschäftigungsstand bei Sozialversicherungsbeschäftigten seit der Wiedervereinigung. Die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit überhaupt in Europa, bundesweit 6,5%, hier in Baden-Württemberg 3,3%. Genial, in anderen Ländern wie in Spanien sind wir bei 50%, in Frankreich bei 26%. Da werden Zukunftschancen, Perspektiven für junge Menschen kaputt gemacht, unter anderem wegen der falschen politischen Rahmenbedingungen, natürlich auch wegen des unterschiedlichen Bildungssystems. Und ich merke, dass weltweit, dass unser duales Bildungssystem ein Renner in der Nachfrage ist. Alle würden es am liebsten haben, aber nicht jeder kann es natürlich eins zu eins übersetzen, weil oftmals der Privatsektor fehlt. Verkehrsinfrastruktur, da haben wir gerade von Florian Tonka einiges auch hier aus der Region gehört. Wenn in Infrastruktur nicht investiert wird, und wir haben ja treffliche Diskussionen in Baden-Württemberg auch über Verkehrsknotenpunkte und Ähnliches geführt in der Vergangenheit, dann nimmt man auch kommenden Generationen die Chancen, wirtschaftlich autark zu handeln und ihre Perspektiven selbst auch zu nutzen. All das war Bestandteil dieser Regierungszeit. Dazu noch das eine oder andere an kleineren Sachen, die wichtig sind, wo ich nachher vielleicht nochmal zukomme aus meinem eigenen Fachbereich. Aber insgesamt muss man sagen, mit einem Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann. Die Welt beneidet uns um die Umstände, in denen wir hier leben. Und jedes Mal, wenn ich aus fremden Ländern, vor allem aus ärmeren, zurückkomme, wundere ich mich manchmal über die Luxusdiskussion, die wir uns leisten, mit welcher Empathie und welchem Werf wir dann über Dinge diskutieren, die in der Gesamtschau eigentlich wirklich nicht von großer Bedeutung sind, sondern nur vielleicht auch durch einen gewissen, ohne Anwesende zu meinen, durch ein gewisses Medieninteresse kurzzeitig als neue Sau durchs Dorf gejagt werden und dann kommt die nächste Sau. Und dann erinnert man sich schon gar nicht mehr an das Thema, das man vorher doch hochemotional und streitig diskutiert hat. Ich glaube, wir sollten uns trotzdem klar machen, dass es keine Dankbarkeit gibt in der Politik. Niemand wird gewählt für die Vergangenheit. Ich wollte es nur einfach mal gesagt haben, weil diese Regierung weit besser abgeschnitten hat in der Praxis, im wirklichen Regierungshandeln, als man das oftmals wahrgenommen hat in der Bevölkerung. Aber viel entscheidender für Sie und die Wählerinnen und Wähler ist doch tatsächlich, was wollen wir und was wollen die anderen in der Zukunft? Was sind die Alternativen? Und da würde ich gerne ganz kurz mal mit den anderen anfangen. Die sagen, wir brauchen mehr Geld. Heute kommt gerade vom Statistischen Landesamt oder war es das Statistische Bundesamt, von einem Statistischen Amt, das hauptamtlich die Feststellung, hier in Baden-Württemberg hat es im ersten Halbjahr so viel Steuereinnahmen gegeben wie noch lange nicht. Die Steuereinnahmen sprudeln und trotzdem rufen alle nach mehr Geld. Das gilt für den Bund übrigens auch. Auch auf Bundesebene sprudeln zum Glück die Steuereinnahmen. Deswegen ist es uns möglich gewesen, unter anderem im Rahmen der Haushaltskonsolidierung, die wir geschafft haben, mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt für 2014 und mit der großen Perspektive, wenn die Rahmendaten sich nicht dramatisch verändern, 2016 erstmals zu tilgen, mit der Tatsache, dass erstmals in der Bundesrepublik Deutschland eine Bundesregierung am Ende der Legislaturperiode weniger Geld ausgibt als am Anfang der Legislaturperiode, und diesen Maßnahmen, die ich genannt habe, Entlastung, zusätzlich auch noch Investitionen in die Zukunft mit 13 Milliarden Euro zusätzlich in Forschung und Bildung, all das zusammengenommen haben wir hinbekommen, natürlich auch wegen der guten Konjunktur, aber vor allem auch wegen der Kombination aus guter Konjunktur, kluger Politik und vernünftiger Haushaltssanierung. Kein Kaputtsparen, aber tatsächlich Prioritäten setzen und diese Prioritäten entsprechend finanziell auch untermauern. Die anderen wollen eine richtige Steuerorgie machen. Und das muss man sich nochmal vor Augen führen, was das bedeutet. Es trifft ja nur die Reichen. Ich bin verwundert, wie viele Reiche es in Baden-Württemberg gibt.
Der Reiche ist der Facharbeiter beim Automobilproduzenten. Der Reiche ist der pfiffige Monteur, der im Außendienst Fertighäuser zusammenbaut. Der Reiche ist auch einer der wenigen verbliebenen festangestellten Lokalredakteure einer Lokalzeitung. Die fühlen sich bloß alle gar nicht als reich, was sie natürlich auch gar nicht sind. Aber nach dem Steuerkonzept von Rot, Rot und Grün sind sie selbstverständlich doch reich, denn sie sind betroffen von den Steuererhöhungen, weil in einem progressiven Steuertarif wie in Deutschland natürlich auch das mittlere Management betroffen ist. Derjenige, der 5.000 Euro im Monat verdient, der ist natürlich voll in der Progression drin. Und das ist ja allerdings nicht alles. Die Pendlerpauschale wollen sie streichen. Und die Dienstwagen nicht mehr steuerlich begünstigen, das trifft ja auch nur die Reichen. Das sind ja alles Vorstandsvorsitzende. Pfeifendeckel, das ist der Außendienstmitarbeiter, nicht mit der S-Klasse, sondern mit der Passat-Truppe ungefähr oder von anderen hervorragenden Automobilherstellern in der gleichen Kategorie gebaute Fahrzeuge. Das sind diejenigen, die draußen arbeiten, die jede Nacht womöglich in einem anderen Bett schlafen, nicht weil sie promiskuitär leben wollen, sondern weil sie tatsächlich jedes Mal an einem anderen Arbeitsplatz sind. Das sind diejenigen, die morgens aufstehen, die Kinder in die Schule bringen, arbeiten gehen und dafür sorgen, dass es uns in diesem Land Wohlstand, dass wir in diesem Land Wohlstand schaffen können. Das sind die, die getroffen sind. Und die Streichung des Ehegattensplittings, man kann es gar nicht berechnen, aber es trifft ja auch wieder nur die Reiche. Ich glaube, das ist eine Politik, die von Scheinheiligkeit kaum zu überbieten ist. Daneben gibt es natürlich noch den Versuch, unsere Exporte teurer zu machen. Es gibt ganz mutige Grüne, wie Herr Trittin oder auch die Europäische Union. Und da sitzen ja meistens die Grünen, die im Bund keine Chance gehabt haben, noch aus der rot-grünen Zeit in den Kommissionen. Und dann versucht man das, was man hier nicht durchsetzen konnte, über Richtlinien aus Europa nach Deutschland zu bringen. Die wollen tatsächlich, die denken wirklich nach über eine Exportsteuer. Was bedeutet das denn? Natürlich trifft das nur die Reichen. Das bedeutet, dass der Wohlstand hier verloren geht, dass Arbeitsplätze gefährdet werden. Weil wenn unsere Exporte weniger Absatzchancen in der Welt haben, dann haben wir hier auch weniger Chancen, sie zu produzieren, die Produkte, die wir verkaufen. Also werden Arbeitsplätze verloren gehen. Und gerade in Baden-Württemberg, und Florian Tonka hat es deutlich gesagt, hier gibt es nicht nur die großen Betriebe. Gerade in Baden-Württemberg ist die wahre systemrelevante Größe der Mittelstand. Die kleinen und mittleren Betriebe, teilweise Weltmarktführer in ihren Nischenprodukten, wo oftmals noch das Ganze als Personengesellschaft geführt wird, wo also Vermögen und Eigentum und Einkünfte das Gleiche sind, wo eine Wiedereinführung der Vermögensteuer, aber auch die Anhebung der Erbschaftssteuer voll in die Substanz des Unternehmens geht, auch hier wieder Luft nimmt zum Atmen für die Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Das alles sind die Vorschläge der anderen. Und ich bin für Erbschaftssteuer ganz ehrlich, das ist auch nicht die Meinung meiner Partei. Die sagt, wir haben ein gutes Erbschaftssteuerrecht. Ich sage, alles, was jemals vererbt werden kann. Im Verlauf eines Lebens ist es x-fach besteuert worden. Und deswegen halte ich sie für vollkommen ungerecht. Aber unabhängig davon, wir sehen doch auch, dass dieses Denken in eine Richtung führt, die im Endeffekt zur Entmündigung führt. Die einen wollen mit neuen Steuern die Schulden der anderen bezahlen. Die SPD plakatiert die halbe Wahrheit, dass wir bestimmt. Die andere Hälfte der Wahrheit lautet, dass du bezahlt. Und die Grünen wollen uns erst das Geld wegnehmen und dann wollen sie auch noch entscheiden, was wir mit dem übrig gebliebenen Geld machen sollen. Zum Beispiel vegetarische Nahrung kaufen. Also, ich sehe, dass Andreas Klapp jetzt auch da ist. Andreas, wir kennen uns jetzt schon ein paar Tage. Du weißt nicht nur, weil ich ab... Du weißt nicht nur, weil ich Abgeordneter bin, bin ich ein echter Experte in Diäten. Und deswegen weiß ich sehr genau, wann ich entscheide, was ich wann essen möchte. Ich weiß auch genau, wann ich worauf Appetit habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in meinen 50 Lebensjahren gelernt habe, damit einigermaßen umzugehen, mal besser und mal schlechter. Aber ich bin erwachsen. Ich will nicht eine Gouvernante haben. Ich will selbst entscheiden, wie ich mein Leben leben kann. Und ich will nicht, dass die Grünen meinen, mein Leben besser leben zu können, als ich alleine. Diese Bevormundung, dieser Weg hin zu Veränderung von Deutschland als Erziehungsanstalt, das beschreibt das Denken, das die haben. Nicht die freie Bürgerschaft, die Bürgergesellschaft, wo man selbst entscheidet. Und ich weiß aus vielen Kantinen, leider habe ich in viel zu vielen Kantinen zu tun, es gibt überall ein vielfältiges Angebot, wo mindestens eins, meistens mehr vegetarische oder vegane Gerichte angeboten werden. Man braucht hier keine grünen Gouvernanten. Und dass wir es jetzt relativieren und sagen, man wolle ein Angebot machen, das stimmt nicht. Man muss nur nachlesen, was im Wahlprogramm steht. Verpflichtend. Und dann machen sie auch noch am Donnerstag, das ist doch eine Ohrfeige gegen jede Kirche.
Freitag ist doch der fleischlose Tag. Also wenn, dann muss man das auch wenigstens historisch richtig einbauen. Nein, meine Damen und Herren, ich glaube, dieses Denken, das unterscheidet uns sehr und auch in anderen Politikbereichen. Und da muss ich auch sagen, bin ich froh, dass die FDP in dieser Regierung ist. Wer ist es denn gewesen, gerade vor den aktuellen Diskussionen, die wir über die bürgerlichen Freiheitsrechte führen? Wer ist es denn gewesen, der gegen alle anderen Parteien, die unter Absingen schmutziger Lieder auf die FDP eingeprügelt haben, verhindert hat, dass es diese allgemeine Vorratsdatenspeicherung gibt? Der Generalverdacht gegen jeden Bürger in Deutschland. Ich meine, Liberale sind nicht bescheuert, aber wir wissen, dass man die Freiheit nicht schützen kann, wenn man die Freiheit aufgibt. Wir wissen, dass man nicht in Sicherheit leben kann, dass man nicht Freiheit leben kann, wenn es keine Sicherheit gibt. Wir wissen, dass absolute Sicherheit auch eine Farce ist, das gibt es nicht. Deswegen ist unser Ansatz, und ich glaube auch, dass es in der Zukunft jetzt so kommen wird, nach diesem Vorfall, einen vernünftigen Ausgleich zwischen bürgerlichen Freiheitsrechten auf der einen Seite und den notwendigen Bedürfnissen der Sicherheit auf der anderen Seite zu geben. Statt alle Bürger von vornherein unter Generalverdacht zu stellen, statt einen Heuhaufen aufzubauen, damit man dann hinterher eine Stecknadel darin suchen kann, sind wir für das sogenannte Quick Freeze, also das schnelle Einfrieren von Daten, im Verdachtsfall. Im Verdachtsfall bedeutet dann, wenn ein Richter meint, es ist Handlungsbedarf. Und dann wird natürlich alles genutzt, was verfügbar ist, um Straftaten zu verhindern und gegebenenfalls auch um Straftaten aufzuklären. Ich bin fest davon überzeugt, dass nach den Abhöraffären, über die wir jetzt hier öffentlich diskutieren, die europäische Vorratsdatenspeicherrichtlinie nicht Bestand haben. Denn auch die Europäische Union war ja offenkundig betroffen. Und wenn man selbst betroffen ist, dann verändert sich ja meistens die Wahrnehmung. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch ein Garant für die bürgerlichen Freiheitsrechte in einer Bundesregierung vertreten ist. Und das ist offenkundig einzig und allein die FDP. Denn SPD und Grüne haben ja in der Zeit der Großen Koalition mit den sogenannten Otto-Katalogen 1 und 2 auch erstmal den Weg geebnet in vielen Bereichen, wo Daten ohne weiteres preisgegeben worden sind. Fluggastpassagierdaten. Ich weiß noch aus dem letzten Wahlkampf. Habe ich gesagt, das war so ein Textbaustein. Wenn Sie nach Amerika fliegen, saufen Sie wie ein Loch, essen Sie Schweinefleisch. Alles, was Sie trinken und essen im Flieger, wird nach Amerika weitergemeldet. Und wenn Sie diese Qualifikation nachgewiesen haben, glaubt niemand, dass Sie ein Taliban werden, denn Sie können in Ruhe einreisen. Das ist aber doch kein normaler Zustand. Das ist doch kein normaler Zustand, dass man generell erst einmal die Beweislast umkehrt, selbst nachweisen muss, dass man nichts zu verbrochen hat oder nichts verbrechen will, sondern andersrum wird ein Schub. Und deswegen wundere ich mich schon über manche deutsche Diskussionen. Wir müssen die bürgerlichen Freiheitsrechte schützen, weil wir doch gerade jetzt merken, wie fragil sie sind, wie volatil unser Gemeinwesen ist, wie schnell man das verlieren kann, wofür Generationen wirklich gekämpft haben, dass man es gewinnt. Und ich glaube, das Denken in vielen Parteien in Deutschland ist immer noch so, dass nicht der Bürger der Träger aller Rechte ist, sondern viele glauben immer noch, der Staat ist der Träger aller Rechte. Wo er einige Obrigkeit nicht gewährt. Das ist aber nicht unsere Vorstellung vom mündigen Bürger. Wir wissen, dass wir als Bürger und Träger von Rechten einiges abgeben müssen und sollten an das Kollektiv, weil manche Sachen klugerweise nur gesamtgesellschaftlich geklärt werden können. Aber das heißt doch nicht, dass wir freiwillig alles jemandem geben, bis wir warten, dass irgendetwas genehmigt wird. Ein Rasen ohne Betreten Verbotenschild darf betreten werden. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Und dieses typisch deutsche Bild, dass der blöde deutsche Michel mit seiner Schlafmütze durch das Leben geführt wird von der Hand von Vater Staat, das ist nicht unser Land. Und wenn andere nicht für bürgerliche Freiheitsrechte kämpfen, dann müssen wir das machen. Meine Damen und Herren, es wird auf jeden Fall eine Richtungsentscheidung bei dieser Bundestagswahl. Es sind noch 36 Tage und der Rest von heute. Ich habe mir neulich ein Maßband gekauft, aus alter Tradition. Und deswegen habe ich da auch einen regelmäßigen Überblick. Aber es ist tatsächlich so, dass wir zwei unterschiedliche Gesellschaftsbilder haben, die aufeinander stoßen. Das ist für mich eigentlich sehr ärgerlich, weil ich fand, dieser eigenständige Kurs der FDP, den wir sehr lange auch sehr erfolgreich durchhalten konnten, der tat uns gut und wir konnten auch noch mehr der eigenen Positionen wirklich klar und prononziert benennen. Aber im Moment gibt es keinen besseren Partner, als dass in der Regierung mit der Union dieses Land weiter durch die Klippen führen, die noch vor uns sind. Und wenn die anderen die Mehrheit bekämen, wenn es nicht für Schwarz-Gelb reichen würde, ich bin davon überzeugt, wir können das schaffen,
dann reicht es auf jeden Fall für eine Mehrheit links der Mitte. Es wird kein Rot-Grün geben. Das reicht nicht. Das sehen wir heute schon. Es wird aber auch keine große Koalition mehr geben. Das kann die SPD sich nicht leisten. Das machen sie nicht. Und ich glaube, Peer Steinbrück und Frank-Walter Steinmeier, wenn sie sagen, sie lassen sich nicht tolerieren von den Linken. Aber keine Sekunde lang glaube ich, dass Sigmar Gabriel. Und es kommt ja hier aus Baden-Württemberg, dass die Bundestagsabgeordnete Matthes von der SPD schon sagt, wir müssten uns hier mal ein bisschen lockern. Gleich unterstützt vom Bundesvorsitzenden der Linken, Herrn Rixinger, auch hier aus Baden-Württemberg. Aufgegriffen von Gregor Gysi im Sommerinterview. Und es ist eine alte Lehre in Deutschland, dass wenn etwas vermeintlich erfolgreich in Nordrhein-Westfalen ausprobiert worden ist, dass es dann irgendwann immer übertragen worden ist auf die Bundesebene. Und dann gibt es eine Mehrheit links der Mitte. Und dann gibt es einige pragmatische Linke, die den Kanzlerkandidaten Sigmar Gabriel der SPD mitwählen werden, kriegen dafür einen gesetzlichen flächendeckenden Stundenlohn von 11,50 Euro. Ein um 2 Monate vorgezogenen Abzug aus Afghanistan. Noch restriktivere Entscheidungsverfahren bei der Frage des Einsatzes der Streitkräfte in der Zukunft. Und dann werden die ihre schwachmatischen Linken, die es ja auch gibt, einfach zur Seite schieben. Und Sigmar Gabriel wird sich dreist und bräsig hinstellen und sagen, was kann ich denn dafür, wenn die FDP-Abgeordneten mich mitgewählt haben. Es wird so kommen, dass Sigmar Gabriel sich von einer Mehrheit, die er hat, auch wählen lassen wird. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn in 70 Ländern auf dieser Welt in mehr als 40 Jahren das Ergebnis des Feldversuches Sozialismus immer das gleiche war, der Bankrott des Staates und der Ruf der Menschen nach Freiheit, dann dürfen wir diese Fuzzis, wie Rainer Brüderle sagen würde, nicht noch einmal in die Gelegenheit kommen lassen, dass sie irgendetwas gestalten können in Deutschland. Meine Damen und Herren, Sie haben sich vielleicht gewundert, dass hier und da plakatiert wird von der FDP, Gymnasium erhalten. Und haben sich gesagt, das ist doch gar kein Bundesthema. Aber auch hier geht es um das unterschiedliche Denken. Wir hätten das mit Berufsschulen machen können. Da gilt übrigens das Gleiche wie bei den anderen Schulen. Erstens sind sie unterfinanziert, sie werden ausgeblutet im Moment. Und zweitens sind sie die Grundlage auch für unseren Wohlstand. Denn das berufliche Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist mit einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir nicht so eine hohe Jugendarbeitslosigkeit haben. Gucken Sie nach Frankreich. Eine rein theoretische Qualifikation, dafür aber hohe Mindestlöhne beim Berufseinstieg. Deswegen haben wir 26% Jugendarbeitslosigkeit. Einmal nicht in der Lage, sofort am Arbeitsplatz wirksam zu sein. Auf der anderen Seite viel zu teuer. Was macht man? Man stellt halt nicht ein. Bei uns ist es so, wir haben vernünftige Tarife, die die Arbeitnehmervertreter und Arbeitgebervertreter ausgehandelt haben, so wie das in der Tarifautonomie richtig ist. Und wir haben gut qualifizierte junge Leute aus dem dualen Bildungssystem, die mit dem Antritt des Arbeitsplatzes in der Lage sind, auch hier Wirkung zu zeigen und das Geld, das sie kosten, auch wieder einzuverdienen. Das ist eine große Chance. Aber wir haben Gymnasium erhalten, deshalb auf die Plakate geschrieben, weil die Berufsschulen ausgeblutet werden, weil die Realschulen und die Gymnasien ausgeblutet werden, aus ideologischen Gründen. Wir Liberale sind für Bildungsvielfalt. Möglichst viele Angebote für möglichst viele Talente, damit möglichst viele Chancen und Perspektiven für junge Menschen geschaffen werden. Deswegen habe ich überhaupt nichts gegen eine Gemeinschaftsschule, die zusätzlich geschaffen wird. Wenn man sie auch finanziert und nicht den anderen etablierten Schulen die Finanzierung entzieht, um das ideologische Steckenpferd zu reiten, dann haben wir nämlich eine Schieflage, dann haben wir eine Einheitsschule, obwohl wir keine Einheitskinder haben. Und dieses unterschiedliche Denken aus ideologischen Gründen, Chancen für junge Menschen zu verbauen, weil man Angebote minimiert, das unterscheidet die anderen ganz doll von uns. Und deswegen ist Grün und Rot nicht gut für junge Leute, nicht gut für die Bildungsvielfalt, nicht gut für die Perspektiven und aus diesem Grund auch nicht gut für den Wohlstand in Deutschland, denn ohne Bildung ist Wohlstand nicht möglich. Und manchmal muss man sich ja wirklich wundern. Da haben die Roten und die Grünen unmittelbar nach der Regierungsübernahme in Baden-Württemberg doch die allgemeinen Hochschulgebühren, die Studiengebühren abgeschafft. Ich erinnere mich noch sehr genau. Jetzt merken sie irgendwie, so ganz geht's wohl nicht, obwohl die Steuern immer höher eingenommen werden, wollen sie immer mehr zusätzliches Geld einnehmen. Nicht nur mit Steuererhöhungen, auch mit Gebühren und Abgaben. Weil sie nicht haushalten können. Weil sie einen ausgeglichenen Haushalt übernommen haben und im ersten Jahr gleich 3 Milliarden Euro zusätzliche Schulden gemacht haben.
Und jetzt fordern sie ernsthaft, und die Wissenschaftsministerin prüft das, das ist immerhin die Fraktionsvorsitzende im Landtag, die das fordert, Studiengebühren für nicht-EU-ausländische Studierende. Also sozusagen für meine Kunden, für die Ärmsten der Welt. Denn die meisten, die hier in Deutschland studieren, studieren, weil sie aus Entwicklungs- und Schwellenländern kommen hier. Die meisten, die richtig Geld haben und sich leisten können, gehen an sündhaft teure private Universitäten irgendwo anders auf der Welt. Die kommen hierher, weil sie hier eine Chance haben. Und gerade die vermeintlich so sozialen, weltoffenen Grünen kommen jetzt mit der Abkassiermentalität für die Bildungselite der Zukunft von Ländern, mit denen wir interagieren, in denen wir mit ihnen internationale Kontakte pflegen und aufbauen. Die Menschen, die hinterher dazu beitragen sollen, dass wir mit meinem Ressort gar nicht mehr benötigt werden, die es schaffen sollen, ihre Länder selbst in die Lage zu versetzen, ihre Dinge zu regeln, die sollen plötzlich hier bluten und blechen. Aber der deutsche Studierende, der seit 25 Semestern vielleicht die Zwischenprüfung gemacht hat, der bleibt nach wie vor gebührenfrei. Das ist grüne Politik. Das ist kein Wunder, dass die Bundestagsfraktion der Grünen ausgestattet ist mit den meisten berufslosen Abgeordneten. Mit den meisten berufslosen Abgeordneten, weil sie schlichtweg keine Abschlüsse gemacht haben. Vom Kreissaal über den Hörsaal, den Plenarsaal. Und das ist, glaube ich, in Ausnahmefällen durchaus etwas, was man ertragen kann. Aber in der großen Masse nützt das Deutschland nicht. Deswegen auch hier ein unterschiedliches Denken. Wir sind der Ansicht, Leistung muss sich lohnen. Dafür muss man aber bereit sein, Leistung zu bringen. Meine Damen und Herren, ich würde gern noch ein Segment für mein persönliches Themenfeld der internationalen Kooperation nehmen. Sie erinnern sich vielleicht alle an den vergangenen Wahlkampf, wo wir auf allen Marktplätzen gesagt haben, und werden wir nach der Regierungsübernahme die Entwicklungszusammenarbeit mit China beenden? Das habe ich zum 01.01.2010 gemacht. Weil kein Mensch versteht, warum ein Land mit Devisenreserven in der Höhe unserer Staatsschulden noch mit den Steuern unserer Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden soll. Natürlich führen wir alles weiter, was wir vereinbart haben, aber wir graduieren China in die nächsthöhere Stufe, weil sie einfach so weit sind, dass sie in die untere Stufe der Entwicklungsländer nicht mehr reingehören. Wir öffnen ein neues Kapitel im Buch der Zusammenarbeit mit China und arbeiten in den Bereichen, wo sie noch Unterstützung brauchen, gerne gegen Bezahlung mit ihnen zusammen. Genau wie das normalerweise im Wirtschaftsleben üblich ist. Das ist die gute Nachricht. Die andere Nachricht ist die, wir haben auch gesagt, wir wollen die Aufgaben des Entwicklungsministeriums mit dem Auswärtigen Amt zusammenführen. Das ist gar keine krude Idee. Die Hälfte aller EU-Staaten macht das und die andere Hälfte nicht. Also beides geht. Es ist eine Frage der Organisationsstruktur einer Regierung. Wir hatten Gründe dafür, weil Deutschland nicht einheitlich und kohärent im Ausland aufgetreten ist und weil wir davon ausgegangen sind, wenn wir in der Regierung sind, könnten wir im Auswärtigen Amt diesen einheitlichen Außenauftritt herstellen. Es gibt keinen politischen Partner in Deutschland für diesen Vorschlag. Deswegen habe ich die mediale Höchststrafe angenommen, mit dem Stehsatz jeder Redaktionsstube, der Minister, der das Ministerium führt, dass er einmal auflösen wollte, und habe die Aufgabe übernommen, im System zu reformieren. Und das haben wir gemacht. Innerhalb des ersten Jahres haben wir die größte Strukturreform in 50 Jahren deutscher Entwicklungspolitik abgeschlossen, an der drei Vorgängerregierungen gescheitert sind. Wir haben Doppelt- und Dreifachstrukturen abgeschafft, Wirksamkeit und Effizienz zur Maßgabe gemacht und nicht die Summe des ausgegebenen Geldes für gute Ergebnisse in der Entwicklungszusammenarbeit gehalten. Viel Geld ausgeben kann jeder von uns. Das ist bloß die Frage, ob das Ergebnis dann hinterher gut ist. Haben dazu beigetragen, dass Projekte so finanziert werden, auch als Haushaltsausschussmitglied ist das natürlich wichtig zu wissen, so finanziert werden, dass nachvollziehbar ist, wo die Gelder hingehen. In der Vergangenheit bei den Linken und Grünen ist das Instrument der Wahl die sogenannte allgemeine Budgethilfe. Das wäre so, als wenn ich Ihnen, ja genau Ihnen, mein Geld in Ihre Kasse geben werde, weil Sie doch schon das Richtige damit einkaufen. Da sagen Sie ja klar. Das sagen Staaten übrigens auch. Funktioniert aber nicht überall. Deswegen sagen wir, wir wollen ein bisschen auch wissen, wo unsere Partner das Geld hingeben. Und wir wollen dazu beitragen, dass unsere Aufgaben wirksam abgeschlossen werden, ohne Mittelfehlverwendung. Und dafür brauchen wir einen Dreiklang. Und auch das ist neu in dieser Legislaturperiode. Wir brauchen den Staat, wir brauchen die Zivilgesellschaft und wir brauchen die Wirtschaft für gute Entwicklungsergebnisse. Allein die Fusion hat eine Einsparung im Bundeshaushalt von netto 300 Stellen gebracht.
Im vergangenen Jahr haben wir doppelt so viel Fusionsrendite eingefahren, wie wir gedacht haben. 30 Millionen Euro in einem Jahr. Wirtschaftlich hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Die politische Steuerung zurückzugewinnen, war eine ganz wichtige Aufgabe für jede Bundesregierung. In der Vergangenheit konnte es so sein, dass ein Landesleiter der GTZ damals viel schneller einen Termin beim Staatspräsidenten kriegt als der deutsche Botschafter. Ist ja klar, der eine kommt mit Geld, der andere kommt mit Menschenrechten. Ist ja logisch, wen die lieber empfangen. Jetzt kommen wir dahin, dass die politische Steuerung wieder bei der Regierung ist, weil in jeder Botschaft eines Partnerlandes mindestens einer oder zwei unserer Mitarbeiter für die Entwicklungspolitik zuständig sind. Und die Durchführungsorganisationen machen das, was ihr Name suggeriert. Sie führen im Auftrag die Maßnahmen durch. Nicht mehr und nicht weniger. Und die zivilgesellschaftlichen Partner sind uns so wichtig, dass wir in dieser Legislaturperiode von 2009 bis 2013 die Mittel von 555 Millionen auf 666 Millionen Euro erhöht haben. Weil wir wollen, dass Kirchen, politische Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen und Vereine auch mit ihrer Empathie, mit ihrem persönlichen Engagement dazu beitragen können, mit einem Partner vor Ort die Lebensbedingungen von Einzelnen und von Regionen zu verbessern. Aber wir wissen, das Ministerium heißt Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und ist von Walter Scheel vor 52 Jahren als Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit auch gegründet worden. Weil man schon damals wusste, dass die nachhaltige Bekämpfung von Armutsursachen nur mit wirtschaftlicher Entwicklung möglich ist. Gut gemeinte Hilfe ist gut für den, der das Glück hat, in den Genuss dieser Hilfe zu kommen. Und wir helfen ja auch. Ich war vor 2 Wochen im Irak in Flüchtlingslagern von Syrien. Natürlich helfen wir da, selbstverständlich. Und das nützt den Menschen auch. Es verändert aber keine staatlichen Strukturen, die dazu beitragen, Armutsursachen dauerhaft zu bekämpfen und ein Land irgendwann mal in die Freiheit zu entlassen. Unabhängig zu machen von externen Zuschüssen und teilweise auch Bevormundungen, die es natürlich in der Vergangenheit gegeben hat. Und deswegen ehrt mich der Vorwurf der politischen Linken, ich würde zu viel mit der deutschen Wirtschaft zusammenarbeiten. Erstens ist er lächerlich, das sage ich Ihnen gleich anhand von Zahlen. Zweitens ist es die Aufgabe eines jeden Bundesministers, der deutschen Wirtschaft zu helfen, egal welches Ressort er hat. Und drittens hilft die deutsche Wirtschaft uns, gute entwicklungspolitische Ziele für unsere Partner zu erreichen. Ich will Ihnen das mit Beispielen erklären. Vielleicht erst einmal die Relation. Ich habe die Mittel für Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft verdoppeln können in dieser Legislaturperiode. Auf 80 Millionen Euro. Zivilgesellschaft 666, Wirtschaft 80, Gesamtetat 6,3 Milliarden. Ist das die Ökonomisierung der deutschen Entwicklungspolitik? Aber das Geld können wir sinnvoll nutzen. Die Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft, die bringen brillante Ergebnisse. Ich will Ihnen 1, 2 Beispiele nennen. Ich war neulich in Uganda mit einem mittelständischen Unternehmen aus der Solarbranche. Und wir unterstützen ein Projekt dieses Unternehmens mit sage und schreibe doch 200.000 Euro. Das Projekt besteht darin, dass einer der Mobilfunkbetreiber in Uganda, der seine ganzen Mobilfunkmasten bisher mit Dieselgeneratoren betreibt, mit diesem Solarunternehmer die Energieversorgung umstellt, weg von Dieselgeneratoren, die sind teuer, die sind umweltschädlich, hin zur Solarenergie. Und in Uganda lohnt sich das wirklich, weil die Sonneneinstrahlung da etwas intensiver ist als bei uns. Das nützt dem Mobilfunkbetreiber, der braucht weniger Geld aufzubringen. Das nützt in dem Fall der Umwelt, die wird weniger verschmutzt. Das nützt natürlich dem Solarunternehmer, weil er einen neuen spannenden Markt eröffnet. Und er baut mit eigenem Geld eine Berufsbildungseinrichtung, weil natürlich das Fachpersonal, das diese Anlagen warten muss, auch vorhanden sein muss. Der möchte ja erweitern, auch in andere Länder aus Afrika. Und darüber hinaus produzieren diese Solarmodule mehr Strom, als der Funkmast braucht. Und dieses Mehr an Strom wird in die nächstgelegenen Ortschaften geleitet, die weit weg davon sind, dass jemals irgendeine Stromleitung dort gebaut werden würde. Das Land ist 3,5-mal so groß wie Deutschland und viel dünner besiedelt. Und haben plötzlich Strom im Dorf. Und was das verändert, das habe ich auch gesehen. Man muss nicht mehr 20 Kilometer weit fahren zu einer Handy-Ladestation. Man hat ein neues Geschäftsmodell. Man kann selbst eine Handy-Ladestation betreiben. Ich habe mit einer Kioskbesitzerin gesprochen. Die hat in der Vergangenheit bis zu der Elektrifizierung, die von mir eingeschaltet worden ist, aber sie wussten ja, dass es kommt, deswegen hat sie investiert, die hat in der Vergangenheit ihre Getränke gekühlt mit einem kerosinbetriebenen Kühlschrank. Also das ist nun wirklich richtig teuer und richtig umweltschädlich und zusätzlich auch noch richtig gesundheitsschädlich. Jetzt hat sie investiert mit einem Kleinkredit in einen elektrischen Kühlschrank. Und jetzt kann sie überlegen, ob sie die Gewinnspanne oder den Umsatz erhöhen will.
Auf jeden Fall hat sie bessere Rahmenbedingungen für ihr Geschäft. Und so kommt Idee zu Idee und das minimiert Armutsursachen, weil man plötzlich eigenes Geld verdienen kann. Und wer eigenes Geld verdienen kann, der hat mehr Unabhängigkeit, hat mehr Chancen in Freiheit zu leben. Ein Beispiel für gute Partnerschaft zwischen Staat, Privatwirtschaft. Und das kann man übrigens auch noch mit Zivilgesellschaft ergänzen. Es gibt auch Projekte, wo alle drei beschäftigt sind. Aber ein zweites Beispiel, das ich Ihnen gerne nennen möchte, das ist mein Lieblingsbeispiel und dann werde ich auch diesen Themenblock für den Block der Diskussion auch abrufen. Es geht hier um ein schwedisches Familienunternehmen, das in Namibia das erste und einzige Zementwerk gebaut hat. Ein sogenanntes Greenfield-Projekt, einige kennen es von Ihnen schon, weil ich schon mal berichtet habe in einigen Veranstaltungen, also auf die grüne Wiese gebaut, in eine Gegend, wo nichts ist. Passt natürlich in Namibia nicht, aber vom Ergebnis des Projektes kann man auch schlecht sagen, in den Sand gesetzt, weil es nämlich wirklich sehr erfolgreich gewesen ist. Sie müssen die komplette Infrastruktur bauen. Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Straßen, Eisenbahnanschluss, Glasfaserkabel, Sozialräume, alles, was Sie für eine so große Anlage wie ein Zementwerk halt benötigen. 2.500 temporäre Arbeitsplätze für örtliche Arbeitskräfte während der Bauzeit. Ich sage das wegen der örtlichen Arbeitsplätze, weil uns das sehr unterscheidet von anderen Gebern, die ganze Strafgefangenenkolonien einfliegen und keinen örtlichen Arbeitnehmer beschäftigen und manchmal auch die Leute dann vergessen, wieder mit nach Hause zu nehmen, was dann für den Arbeitsmarkt insgesamt noch schlecht ist. Also echte Arbeitsplätze für echte Bürger aus Namibia. Und während der Bauphase hat das schwäbische Familienunternehmen schon die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hinterher das Zementwerk betreiben sollen, am Stammsitz in Ulm qualifiziert und ausgebildet. Sodass jetzt, wo das Werk in Betrieb ist, nur 5 Entsandte dort arbeiten und die anderen 245 Arbeitskräfte alle vom örtlichen Arbeitsmarkt kommen. Dieses ist schon mal an sich eine gute Erfolgsgeschichte, ein 240 Millionen Investment, das mit keinem Cent Steuergeld unterstützt werden muss. Das gefällt dir besonders gut wahrscheinlich. Denn mit der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, das ist der Privatwirtschaftsfinanzierer der KfW Entwicklungsbank, haben wir die Möglichkeit, aufgrund langjähriger Expertise mit anderen Entwicklungsbanken großvolumige, langlaufende Kreditlinien herzustellen, sodass die DEG und die Südafrikanische Entwicklungsbank hier die Kredite zur Verfügung gestellt hat, die neben dem Eigenkapital notwendig waren. Und darüber hinaus hat die DEG die Möglichkeit, anders als das eine Hausbank hier oftmals möglich ist, auch Liegenschaften am Investitionsstandort als Sicherheit für solche Kredite anzunehmen. Sie können sogar, wenn es wirtschaftlich interessant ist, mit eigenem Kapital als Direktinvestment mit reingehen in das Projekt. Und während der Bauzeit dieses Zementwerkes ist uns, die Namibia wussten das natürlich, bewusst geworden, dass es dort in der Gegend ein Problem gibt. Ein Invaderbusch, eine Buschart, die dort biologisch nicht hingehört, die sich dort ausgebildet hat und die in dem ganzen Breitengrad des südlichen Afrikas enorme Probleme mitbringt. Das sind so Akazienbüsche, die werden bis zu 4 Meter hoch, haben solche Dornen und machen die ganze Fläche zu, sodass die Weidefläche für die Rinder verloren geht. Sie brauchen also immer mehr Fläche pro Rind oder immer weniger Rinder auf der Fläche, die sie noch nutzen können. Und der Grundwasserspiegel wird auch noch abgesenkt in einer Gegend, wo es ohnehin reichlich trocken ist. Deswegen hat man diese Büsche immer bekämpft. Mit Chemikalien, mit Feuer, mit Bulldozern umgefahren, rausgerissen, mit dem Ergebnis, dass hinterher, wenn der Wind wehte oder es doch mal regnete, der Boden auch noch erodierte und die Entwicklung noch schlechter wurde. Also eine ganz, ganz negative Entwicklung. Und dann kam einer der Unternehmer dieses Zementwerks auf die Idee und wir haben das gerne wieder mit Krediten unterstützt und auch nur mit Krediten, alle zurückzahlbar. Da müsste man doch etwas machen. Da hat sich das schwedische Familienunternehmen mit einem badischen Familienunternehmen zusammengetan. Und beide haben gemeinsam eine Art Mähdrescher für Büsche entwickelt. Das ist ein riesengroßes Ding, groß wie ein Panzer. Ja, macht einen Heidenlärm, bringt saumäßig Spaß damit rumzufahren. Ich habe das einmal mitmachen dürfen, kann aber sortenrein diese nicht biologisch dorthin gehörenden Büsche abernten, ohne die natürliche Vegetation einzugreifen, ohne die zu schädigen. Und dann hat man neben dem Zementwerk ein Schredderwerk gebaut. Da wird dieses Buschwerk eingeführt und geschreddert und dann als Brennmaterial ins Zementwerk eingeführt. Spart pro Jahr 50.000 Tonnen Steinkohle oder 130.000 Tonnen CO2-Emissionen. Und das Schöne daran ist, die Farmer stehen Schlange und bezahlen dafür, dass ihr Farmland abgeerntet wird. Und weil das oberhalb der Erdkrume abgeerntet wird, gibt es keine Erosion. Und das Buschwerk wächst innerhalb von 8 Jahren wieder nach und kann also weiter abgeerntet werden. Das ist natürlich das Paradebeispiel eines genialen Projekts. So etwas haben Sie nicht jeden Tag. Aber Sie sehen, wie man mit pfiffigen Ideen mehrere Ziele gleichzeitig erreichen kann. Sie haben Namibia vom Zementimporteur zum Zementexporteur gemacht. Das heißt, neue
Wirtschaftsbeziehungen über Staatsgrenzen hinweg, was in Afrika lange nicht so üblich ist wie bei uns und viele große Probleme mit sich bringt. Mit dem Zementsack auf der Schulter nach Angola laufen ist kein Problem, mit dem LKW voll Zement ist es schon recht schwierig. Die Handelsbilanz Namibias verändert sich, die Kreditwürdigkeit verändert sich. Sie haben eine neue Wirtschaft implementiert, einen neuen Industriezweig, der dazu beiträgt, autarker zu sein insgesamt, denn da, wo Volkswirtschaften und Gesellschaften sich entwickeln, da wird gebaut. Und da, wo gebaut wird, braucht man Zement, und zwar guten Zement. Und das ist ein hervorragendes Material, das dort zu finden ist, sonst hätten sie das Werk dort nicht hingebaut. Sie haben dazu beigetragen, die Biodiversität zu stabilisieren, den Grundwasserspiegel für alle Beteiligten wieder anzuheben, den Farmern ihr Farmland zurückzugeben, deswegen die Möglichkeit, auch wirtschaftliche Einkünfte zu erhöhen und darüber hinaus noch örtliche Arbeitsplätze geschaffen. Da rundherum gibt es natürlich noch Transportwesen, Zulieferer, Serviceleistungen, Kantinen und Sonstiges, was es vorher alles so nicht gegeben hat. Und das Ganze gleichzeitig bei Schutz der Umwelt durch die Minimierung von CO2-Emissionen und wie gesagt ohne Steuergeld. Das ist natürlich die beste Art von Entwicklungszusammenarbeit und das ist eine Möglichkeit, wie man auch in der Zukunft mit der Privatwirtschaft und mit dem Vorwurf leben könnt, dass man sie unterstützt und für die eigenen Ziele einsetzt, zusammenarbeiten kann. Die Zahlen. Die Zahlen mit Ihrem Geld unsere politischen Ziele. Das ist doch viel besser, als wenn ich das mit Ihrem Geld machen würde. Und das machen Sie auch nur, wenn es sich rechnet. Und sonst würden wir es auch nie begleiten, weil wir eine Wirtschaftlichkeitsprüfung machen. Denn hinterher soll es nachhaltig sein. Deutsche Unternehmen kommen mit höheren Umwelt- und Sozialstandards in andere Länder, als das meistens vom Gesetzgeber vor Ort gefordert wird. Sie sind ein Beispiel für andere in ganz vielen Fällen. Und Sie wissen, dass alles, was Sie tun, auf den heimischen Markt zurückwirkt. Und wenn man sich nicht gut benimmt, dann leidet zuerst der Ruf und dann der Umsatz. Und deswegen haben wir viel an Know-how zu bieten. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, nach der Bundestagswahl das weiterzumachen, wenn Sie uns die Chance dazu geben. Letzter Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, das meine ich genau wie alles andere natürlich sehr ernst, aber das meine ich nur noch ernster. Ich bin in vielen Ländern, wo ich sehe, wie Menschen stundenlang anstehen vor Wahllokalen, teilweise unter Gefährdung von Gesundheit, Leib und Leben, weil sie endlich einmal mitmachen wollen, einmal mitbestimmen wollen, einmal selbst gestalten wollen in ihren Ländern. Und ich glaube, dass es etwas mehr ist als nicht in Ordnung. Wenn man weiß, dass auf der Welt ganz viele Menschen nicht die Chance haben, sich beteiligen zu können und wählen zu können, und wenn es uns doch so egal ist, wie es hier weitergeht. Deswegen möchte ich Sie wirklich bitten und ernsthaft auffordern. Sie sind wahrscheinlich diejenigen, die man am wenigsten ansprechen muss, sonst wären Sie nicht hier. Aber Sie kennen vielleicht viele, die man ansprechen kann. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht. Gehen Sie wählen. Mindestens mal demokratische Parteien. Aber wenn Sie schon wählen gehen und vielleicht es noch nicht gemacht haben, probieren Sie es doch mal mit der FDP. Das tut überhaupt nicht weh und Sie haben hinterher auch noch ein gutes Gefühl. Vielen herzlichen Dank.